Servus und hallo zur Wochenwettershow für die Region Aachensee. Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. Diese Bauernregel scheint sich in diesem Winter zumindest für die Wintersportler zu bewahrheiten. Rund um Weihnachten sah die Schneelage nämlich noch nicht so rosig aus. Jetzt, kurz vor Ostern, liegen hier im Skigebiet Christlum aber immer noch um die 70 Zentimeter von der Weißenbracht. Und im Laufe der Woche kommt hier sogar noch ein bisschen Neuschnee dazu. Nun aber erstmal zum Dienstag und da geht es noch trocken durch den Tag. Wolken und Hochnebel halten sich allerdings teilweise recht hartnäckig. Die Sonne kommt nur ab und zu zum Vorschein bei Höchstwerten von 6 bis 10 Grad. Wie anfangs schon erwähnt, es gibt also immer noch viel Schnee rund um den größten See Nordtirols. Die Skipisten und Loipen sind immer noch im perfekten Zustand. Sie können die freien Tage rund um Ostern also nochmal zum Skifahren und Langlaufen nutzen. Alle Skigebiete haben noch geöffnet und welche Loipen gespurt sind, das erfahren Sie unter aachensee.com. Ja, und wer die Osterfeiertage eher gemütlich verbringen möchte, der kann sich beim Dayspa verwöhnen lassen. Unter aachensee.com finden Sie alle Hotels mit diesem Angebot. Am Mittwoch gibt es nochmal Neuschnee. Zeitweise schneit es sogar kräftig. Unterhalb von 800 Metern geht der Schnee in Regen über und die Temperaturen gehen spürbar zurück. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Anfangs halten sich zwar noch ein paar Restwolken, teilweise ist es auch hochnebelartig bewölkt. Letzte Schneefälle lassen aber bald nach und im Tagesverlauf meldet sich die Sonne zurück. Auch am Karfreitag bleibt es trocken und es bleibt auch noch längere Zeit freundlich. Es wird milder mit bis zu 8 Grad am Aachensee und in 2000 Meter Höhe bekommen wir Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Nachmittags zieht es allerdings zu und abends fängt es an zu regnen und zu schneien. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1000 Meter. Tiroler Steinöl wird seit 1902 hoch über dem Aachensee aus Ölschiefer gewonnen und zu Pflegeprodukten verarbeitet. Wer in eindrucksvoller Weise die Geschichte der Familie Albrecht und die Arbeit der Steinölbrenner vom Bechental erleben will, besucht am besten den Tiroler Steinöl-Vitalberg in Pertisau. Mit Audioguide geht es durch das Museum, das im Bergbaustil gestaltet wurde. Im dazugehörigen Shop erfährt man alles Wissenswerte über die Produkte. Und wer die Pflegemittel am eigenen Leib testen möchte, hat in vielen Wellnessabteilungen der Aachenseer Hotels Gelegenheit dazu. Kommen wir zurück zum Wetter. Am Kar-Samstag wird es nach einer unbeständigen Nacht wieder freundlicher und die Temperaturen steigen spürbar an. Am See gibt es schon bis zu 10 Grad. In 2000 Meter Höhe geht es in den zarten Plusbereich. Nochmal rund 5 Grad wärmer wird es am Ostersonntag. Es wird aber nicht nur der wärmste, sondern wohl auch der sonnigste Tag der Woche. Die Sonne scheint oft ungestört, bevor es zum Ostermontag hin wieder unbeständiger und auch ein wenig kühler wird. Alles in allem kann man aber sagen, aktuell gibt es noch perfekte Wintersportbedingungen. Auch wenn in den tiefen Lagen schon der Frühling ausbricht, in den Bergen liegt immer noch mehr als genug Schnee und die Sonne ist auch mit von der Partie. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß beim Sonnenskilauf am Aachensee und auch schon mal schöne Osterfeiertage.